Noch bevor am Montag die Gedenkveranstaltung für den unter immer noch nicht geklärten Umständen ums Leben gekommene Uri Jalloh richtig beginnen konnte, wurde die Veranstaltung durch Mitglieder der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh ein Ende gesetzt. Wo kurz zuvor noch Blumen niedergelegt wurden, kam es nun zu verbalen Attacken, die sich sowohl an die Gäste wie auch den neuen Polizeipräsidenten und Oberbürgermeister Clemens Koschek richteten. Das sind Aschdecken, die sind aus Afrika geklaut. Das ist aus Kenia, geklaute Blumen, geklaut. Kapitalistenschweine, geklaut. Es ist geklaut. Sogar die Blumen sind geklaut. Ist mir egal, sogar die Blumen sind geklaut. Ja? Die Rosen kommen aus Äthiopien, aus Kenia, ihr Wichser. Lass mich in Ruhe. Nadine, sag ihm, der soll mich in Ruhe lassen. Uri Jalloh! Das war Mord! Uri Jalloh! Das war Mord! Haut ab, ihr Häusler! Hey, lass mich in Ruhe, Muchtar! Muchtar, lass mich doch mal endlich in Ruhe reden! Komm, Mr. Präsident! Hör mir auf! Ich diskutiere nicht mit Ihnen. Was heißt das? Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Ich denke einen Toten. Wie heißt er? Wie heißt der Tote, den Sie gedenken, Herr Präsident? Wie heißt der Tote, den Sie gedenken? Uri Jalloh. Wie ist er gestorben? Er ist verbrannt. Wer hat ihn verbrannt? Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Und? Warum? Weil das gerichtlich noch nicht festgestellt ist. Aha, und warum ist dann schon ein Urteil gesprochen? Naja, das ist aber noch nicht rechtskräftig. Was heißt das? Aber sprich mal doch mal. Lass mich doch mal in Ruhe! Dichte, Mann. Nicht lass mich doch mal in Ruhe! Dann mach, red mit ihm! Genau, mach ich. Abraham! Abraham, hey, Dummel, auf, bitte! Jetzt reicht! Komm her! Lass mich! Hinterher, komm! Schnell ran mit der Kamera! Sagen Sie doch was! Warum wird das nicht geklärt? Obwohl alle Fakten da sind. Warum? Sagt das Gericht, dass das Feuer nicht untersucht werden soll. Warum ist das so? Können Sie mal mit uns reden? Warum ist das so, Herr Koschek? Und warum haben Sie sich nur Sorgen um Schubert gemacht? Anstatt vielleicht auch mal um die Mutter von Uri, die hier war und nur Klatsche gekriegt hat, bis sie tot war. Was ist das, Herr Koschek? Warum ist das so? Können Sie mir bitte eine Antwort geben? Warum ist diese Kriminalpolizei hier und nichts ist geklärt? Warum kriegt Dessau 2 Stunden Zeit, bevor Stendal hier reinkommt und alles kontrolliert? Warum ist das alles passiert? Was ist das? Herr Koschek, Herr Bürgermeister, hier sind Ihre Bürger. Können Sie mal Antwort geben? Was haben damit Uri auch seinen Frieden findet? Geht das? Schaffen wir das oder nicht? Er ist immer noch in seiner Schweigen. Schaffen wir das? Ich schreie aber nicht. Ich schreie, Muchtar, lass mich in Ruhe. Bitte schreie nicht. Ich schreie. Mann, aber der Typ, der bringt einen doch zum Schreien, wenn er jetzt hier so macht, als ob er keine Stimme hat. Herr Koschek! Und innerlich voll am Herr Koschek! Warum ist das so in Ihrer Stadt, Herr Koschek? Ein kranker Das Ordnungsamt macht, was sie macht mit Herr Bahr. Uri Jalloh's Baby durfte die Oma nicht sehen. Warum ist das so, Herr Opa? Sie sind doch selber Opa. Soll ich mal Ihr Enkelkind hier holen? Damit Sie ihm antworten können, warum eine andere Oma ihr Baby nicht sehen darf? Warum ist das so, Herr Bürgermeister? Warum sind wir hier gehasst, nur weil wir die Wahrheit fordern? Und warum sind Sie nicht dabei mit uns, die Wahrheit zu fordern? Warum ist das so, Herr Bürgermeister? Warum schützt der Staatsanwalt Mörder, auch wenn Sie Uniform gekriegt haben? Sie sind Mörder. Warum schützt der Staatsanwalt Mörder? Und Sie sehen zu, obwohl Sie der Bürgermeister sind. Sehen Sie zu. Was nennen Sie das, Verantwortung übernehmen? Ist das Verantwortung übernehmen? Sie erinnern sich an mich. Wir haben uns kennengelernt, als Sie gewählt wurden, als Sie Bürgermeister geworden sind. Da waren Sie noch ein bisschen jünger. Das ist jetzt 7 Jahre her oder sowas. Da wissen Sie noch, was Sie zu mir gesagt haben? Wissen Sie nicht mehr. Aber für mich ist das wie gestern. Uri ist noch nicht. Sein Rauch ist immer noch hier. Sie haben ihn eingeatmet. Jeder Dessauer hat den Rauch von Uri eingeatmet. Durch die Fensterritze. Jetzt kriegen Sie auch Krebs. Sie werden auch Krebs kriegen. Weil Sie die Wahrheit nicht rauslassen. Das wird Sie von innen ficken und krank machen. Genau wie Schubert. Andere Beamte sind auch schon krank. Wie Mobius. Der ist der Mann, der was weiß. Und der ist schon krank. Sie werden auch krank. Unsere Anwälte, die uns verraten haben, sind auch krank. Wollen Sie krank werden oder lassen Sie die Wahrheit endlich raus?
Wollen Sie noch zulassen, dass Leute in KZ leben, in Lager? Wollen Sie das wirklich zulassen, dass Kinder in Lager geboren werden und krank auf die Welt kommen? Mitten neben Ihnen, in Ihrer Nachbarschaft, wollen Sie das? Ist das Ihr Ziel? Wollen Sie das? Ist das, was Sie machen sollen? Die Reaktionen darauf waren von Fassungslosigkeit geprägt. Ich finde, das ist nicht so in Ordnung. Sind Menschen, kommen die heute hier in Polizeirevier Dessau und trauern im Uri Jalloh. Und erinnern wir an den Tod von Uri Jalloh. Und was das passiert, finde ich, das ist nicht in Ordnung. Und Menschen kamen, die freiwillig hier zu der Veranstaltung. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich akzeptiere das nicht. Und das ist die Gerichtsverhandlung ist es noch nicht abgeschlossen. Also die Verfahrung ist es noch nicht abgeschlossen. Und da kann man nicht jetzt sagen, das war Mord. Wir müssen es erstmal warten auf die Gerichtsverhandlung und den Abschluss der Gerichtsverhandlung. Ja. Also ich bin sehr deprimiert und traurig, dass wir keinen Dialog gefunden und dass wir keine gemeinsame Sprache gefunden. Das ist, finde ich, als Migrant sehr deprimiert und sehr traurig. Dankeschön. Ja, ich bin eigentlich sprachlos. Von daher verbietet sich eigentlich ein Statement in der Sache. Wir müssen jetzt überlegen, wie der Dialog, den wir eigentlich geführt haben, fortgesetzt werden kann, wobei fortsetzen kann man eigentlich nicht sagen. Wir müssen wahrscheinlich von null anfangen und überhaupt erstmal zu überlegen, ob überhaupt ein Dialog möglich ist. Unter diesen Umständen werden ja hier Voraussetzungen gefordert für einen Dialog, die eigentlich nicht annehmbar sind. Also wenn ich in Dialog eintrete, wenn Fragen beantwortet werden sollen, die hier gestellt werden würden, dann muss man sich natürlich auch auf den Partner einlassen. Das kann ich momentan nicht erkennen. Ich bin allerdings sehr positiv, dass eben die Freunde Umut Dabar selber hier versucht haben, quasi den Dialog aufrechtzuerhalten. Am 7. Januar 2005 kam es in der Dessauer Polizeistelle in der Wolfgangstraße zur Tragödie. Uri Jalloh, ein aus Sierra Leone stammender und seit 1998 in Dessau-Roßlau lebender Afrikaner, kam ums Leben. Nach Angaben der Polizei soll Jalloh die Matratze, auf der er gefesselt lag, selbst entzündet haben. Ein erster Prozess gegen zwei Dessauer Polizisten endete mit Freisprüchen. Jedoch wurde das Urteil gegen den Dienstgruppenleiter vom Bundesgerichtshof aufgehoben und es kam zum erneuten Prozess, der Mitte Dezember letzten Jahres mit einer Geldstrafe für den Beschuldigten endete. Wobei das Urteil noch keine Rechtsgültigkeit besitzt, sodass auch in Zukunft der Ruf nach einer Aufklärung der Todesumstände nicht verhallen wird. Am Nachmittag hatte die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh zur Demonstration aufgerufen. Die Bilder dazu sehen Sie morgen hier zur gleichen Zeit.